Also, ich habe natürlich im Jahr 89, das ist ja ein tiefgreifend veränderndes Jahr auch für unsere Biografien gewesen ist, ich habe trotzdem in Erinnerung, dass ich meine normale Arbeit zunächst mal gemacht habe. Ich habe allerdings in Erinnerung, 89 begann für mich damit, dass ich in der Sowjetunion war. Ich war mehrfach eingeladen von der russisch-orthodoxen Kirche, die also gelegentlich Kirchendelegationen aus der DDR empfing. 89 war also eine deutlich veränderte Situation in der Sowjetunion damals. Die Kirche spielte eine ungleich größere Rolle und wusste das. Und wir haben dort, ich habe dort einer Tagung teilgenommen, die damals schon gesamteuropäisch war. Die Kirche dort war stolz, plötzlich auch alle möglichen Leute aus Frankreich, aus Großbritannien einladen zu können unter dem Thema Sprache des Friedens. Dort habe ich also einen Vortrag dann gehalten. 89, ich habe in Erinnerung, dass wir eine Reihe von Gästen aus der Bundesrepublik plötzlich einladen konnten von unseren Paralleluniversitäten. Ich habe in Erinnerung, dass die Studenten, dass ich zum ersten Mal erlebte, dass ein Student sagte, also ich kann nächste Woche nicht zum Seminar kommen, denn ich fahre zu meiner Tante in Darm nach Darmstadt. Ich sage, wie kommt denn das? Ja, sagte er, das ist plötzlich möglich, ich kann da mal rüberfahren. Wobei für mich immer interessant war, dass der zurückkam und war richtig geladen. Der sagt, erst habe ich ein paar junge Leute getroffen, die haben mir prima gefallen und die waren so ähnlich wie wir auch. Aber dann war ich bei meiner Tante, die ich ja nur besuchen sollte, und das war entsetzlich. Die wollte mich also immer nur ihre Reichtümer vorführen und ich habe der dann gesagt, also das interessiert mich nicht, ich hau da wieder ab. Das war also ein für mich überraschender Eindruck, der kam also einen Tag früher zurück, als er eigentlich vorgehabt hatte. Das hieß also, die Studenten, mit denen ich zu tun hatte, die waren hochgradig auch schon beteiligt an politischen Vorgängen. Die hatten die Vorstellung, es ist jetzt was im Gange, wir sollten die Möglichkeiten nutzen, die sich uns jetzt öffnen, am politischen Leben, ja, wie soll ich sagen, ein Stück teilzunehmen, das, was hier im Gange ist, mit zu gestalten und mit unterstützen. Unterschiedlich in der Intensität und in der Richtung, aber deutlich spürbar in diesem Jahr, es ist was unterwegs, es ist was im Gange und es ist gut, wenn wir da einigermaßen mit dabei sind. Aber ich hatte noch stärker den Eindruck, ich habe hier eine Verantwortung. Ich muss hier eine Reihe von Dingen beim Namen nennen und diese Rede ist, wenn ihr sie heute lesen würdet, ist sie vielleicht auch für Sie enttäuschend. Ich habe also nicht gesagt, wunderbar, wunderbar, und jetzt kommt das schöne Leben, sondern ich habe gesagt, wir haben hier eine große Verantwortung. Was wir heute entscheiden, das hat Wirkung bis ins nächste Jahrtausend hinein. Wir müssen uns genau überlegen, was wollen wir machen. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, was bisher falsch war, sondern wir müssen auch wissen, was wir jetzt besser machen wollen. Und dann habe ich vier Punkte genannt, die mir da wichtig scheinen. Ich kann sie aus dem Gedächtnis ganz schnell nennen. Ich habe erstens gesagt, der Führungsanspruch der SED muss verschwinden, aber es darf kein neues Feindbild jetzt entstehen. Wir haben genug Feindbilder gehabt, und wir haben als Kirche immer gegen diese politischen Feindbilder gearbeitet. Zweitens, unsere Wirtschaft muss besser werden, das ist gar keine Frage, unsere Wirtschaft ist festgefahren, aber wir müssen uns deutlich machen, wir haben wenig gewonnen, wenn wir die Herrschaft der Funktionäre durch die Herrschaft der Millionäre ersetzen. Wir müssen also darauf sehen, dass die Wirtschaft, in die wir hinübergehen, nicht eine Wirtschaft ist, die eine
erbarmungslose Durchsetzungsgesellschaft wird, sondern die ein Stück Gerechtigkeit herstellt, nicht nur für die Starken, sondern auch für die Schwachen. Ich habe drittens gesagt, wir müssen sehen, dass in unserem Land wir wirklich besser leben, auch materiell besser leben, aber sind wir im Klaren darüber, dass wir im Vergleich mit der Dritten Welt auch bisher im Komfort gelebt haben. Und ich denke, es ist wichtiger, dass zunächst mal ihnen geholfen wird, weil ich denke, die werden eines Tages aufstehen und ihr Recht fordern, so wie wir aufgestanden sind und unser Recht gefordert haben. Und dann sind wir auch die Gefragten. Und das Vierte, was ich gesagt habe, die schwierigste Verantwortung ist wahrscheinlich die für die Leute, die in 300 Jahren hier mal auf unserer Erde wohnen werden, von denen wir gar nichts wissen. Außer dem einen, dass das an uns heute liegt, heute und morgen liegt, ob sie eine ausgebrannte und erschöpfte Erde vorfinden oder eine bewohnbare Welt. Das waren meine vier Punkte und wir haben also eine große Aufgabe in der Zukunft und wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Und ich habe damals großen Beifall gehabt. Also für mich überwog in den folgenden Monaten eher die Enttäuschung. Ich hatte die Vorstellung vor diesen erregenden Jahren, dass eine Demokratie in einer Massengesellschaft von Millionen Leuten eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Dass das die Idee ist von dem griechischen Markt, wo das alles noch überschaubar war, aber dass 60 Millionen sozusagen ihre politische Linie gemeinsam bestimmen, habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Sondern das muss immer delegiert werden auf Leute und das ist dann immer natürlich ein Risiko, wie dieser Prozess dann vor sich geht. Und dann habe ich im Herbst erlebt, dass das nicht stimmte. Auf einmal war das ganze Land in Bewegung, hatte ich den Eindruck. Eine Unmenge von Leuten diskutierten, hatten Visionen, hatten Vorstellungen, träumten Zukunft, stellten sich vor, wie das alles werden könnte. Wir haben diskutiert, ich habe unentwegt diskutiert. Wir haben in den Kirchen haben wir eingeladen zu Gesprächsrunden und so etwas. Wir haben ganz interessante Leute auch gehabt, die da mit uns geredet haben. Wir hatten die Vorstellung, wir bauen jetzt, nein, wir gestalten jetzt wirklich Zukunft in einer für mich bisher undenkbaren Breite von Beteiligung. Und dann war es etwas enttäuschend, als dann so ab Januar dies alles doch immer mehr in die alten Kanäle hinein floss, die wir also im Fernsehen natürlich genau kannten, also aus der Bundesrepublik, dass all diese Bewegungen dann irgendwo eingesogen wurden und wir hatten dann genau dieses Grundschema CDU, SPD, FDP, bei den Grünen blieb dann ein ganz klein bisschen übrig davon durch die Ergänzung Bündnis 90. Aber alles andere, das waren genau das, was wir aus dem Westen schon kannten und auf einmal drängte sozusagen die Entwicklung einfach hinüber in die Bundesrepublik und diese Vision und diese Vorstellung, wir können Welt gestalten, die wurde immer mehr eingeholt davon, dass also bei diesen, wo Herr Krause und Herr Schäuble dann miteinander zusammengesessen haben, da hatte man nicht mehr das Gefühl, der Herr Krause hat noch eine Vision von einer geänderten Welt, sondern der kann also nur sagen, wie können wir einigermaßen unauffällig in diese vorgeprägte Wirklichkeit uns einfügen. Das war mir zu wenig.